Die Sitzung ist eröffnet. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, am 4. März verstarb Klaus Kinkel. Klaus Kinkel wurde 82 Jahre alt. Wir verlieren mit ihm einen Staatsdiener im besten Sinne des Wortes. Ein Spitzenbeamten, der nicht nach Ämtern strebte, der sich aber immer in die Pflicht nehmen ließ. Ein Staatsbürger und Politiker, der nie den Respekt vor der ihm übertragenen Verantwortung für die Gesellschaft verloren hat. Und nicht zuletzt für manchen von uns, wie mich, bedeutet sein Tod den Verlust eines politischen Weggefährten und Freundes, dessen Loyalität, Belesenheit, Warmherzigkeit fehlen wird. Klaus Kinkel begann seine Laufbahn im Innenministerium in Bonn. Sie führte den politisch denkenden Juristen zunächst an die Spitze des Bundesnachrichtendienstes und später als Staatssekretär ins Bundesjustizministerium. In dieser Zeit, in der die Debatten um die Verkürzung und Beschleunigung von Asylverfahren oder um das Ausländerrecht die Zusammenarbeit in der damaligen Koalition auch nicht immer einfach machten, zeichnete er sich als ein verlässlicher Gesprächspartner aus, als ausgleichender und geradliniger Gestalter der Geschicke unseres Landes. Und er machte sich so in der Innen- und Rechtspolitik einen Namen, lange bevor er in einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Einen Höhepunkt in seiner Karriere bedeuteten auch für ihn die ereignisreichen Monate der Wiedervereinigung, in dem er im Ringen um die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion und um den Einigungsvertrag nicht nur mit mir als Bundesinnenminister eng zusammenarbeitete, sondern auch vom Bundeskanzler beauftragt in direkten Gesprächen mit Ministerpräsident Lothar de Maizière schwierige Fragen aushandelte. Nach der Wiedervereinigung übernahm Klaus Kinkel das Justizressort. Der bis dahin parteilose Liberale wurde Mitglied der Freien Demokraten. Dass er als Neuling seine Partei nur 2 Jahre später führen würde, hat Klaus Kinkel ebenso wenig gezielt angestrebt, wie später sein Bundestagsmandat, den stellvertretenden Fraktionsvorsitz oder die Nachfolge Hans-Dietrich Genschers als Bundesaußenminister. Mit ihm, mit Hans-Dietrich Genscher, verband Kinkel eine besondere Nähe und Vertrautheit. Als überzeugte Liberale, als leidenschaftliche Europäer und ehrliche Patrioten, das war ein Ausdruck, den Klaus Kinkel selbst benutzte. Er pflegte als Vizekanzler ein gutes Vertrauensverhältnis zum Bundeskanzler. Und für die christlich-liberale Koalition war das ebenso wichtig wie für die Verhandlungspartner Kinkels auf internationaler Bühne. Im Auswärtigen Amt erkannte Kinkel sehr rasch, dass mit der Wiedervereinigung, mit der Öffnung des europäischen Integrationsprozesses nach Osten und mit dem Zerfall des bipolaren Machtgefüges weltweit die Trennlinien zwischen Innen- und Außenpolitik aufgeweicht wurden, so drückte er es aus. Er plädierte klarsichtig für einen doppelten Neuanfang im Blick auf die innere Einheit unseres Landes wie auf die Neubestimmung der Position des wiedervereinten Deutschlands in Europa, die Aufnahme der Osteuropäer und die Zukunft der Bündnissysteme, in denen das vereinte Deutschland seine neue Rolle erst suchen musste. Klaus Kinkel verstand es in den 6 Jahren an der Spitze des Auswärtigen Amtes, Kontinuität in der deutschen Außenpolitik zu wahren, in einer offenen und von ihm als unsicher wahrgenommenen weltpolitischen Situation. Er vertrat mit Augenmaß die Interessen des wiedervereinten Deutschlands würdig und besonnen. Und er trug so entscheidend dazu bei, das Vertrauen in die Verlässlichkeit des geeinten Deutschlands in der Welt weiter zu stärken. Klaus Kinkel hat sich um unser Land verdient gemacht. Der Deutsche Bundestag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau und bei seinen Töchtern. Wir sprechen Ihnen und allen Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus. Sie haben sich zu Ehren von Klaus Kinkel erhoben. Ich danke Ihnen.